Der ultimative Depp-Test, Teil 11. Und weiter geht's. Zuletzt sind wir einem Ford Pickup gefolgt. Die 10 vor 7 haben wir passiert und die Tankanzeige blinkt immer noch. Und es sind nur noch wenige Kilometer bis Duvenest. Was für ein spektakulärer Sonnenuntergang. Bing! 320 Kilometer auf dem Tageskilometerzähler. Und hier der Abzweig zur letzten Schotterstrecke des Tages. An dem Lichtkegel jetzt kann man wunderbar sehen, wie dunkel es eigentlich wirklich schon ist. Und nebenbei, das Gezwitscher ist kein Vogel, der bei mir auf der Schulter sitzt. Das ist schlicht der Wind am Mikro.
Dieser kleine Freund hier war eine echte Überraschung und der fuhr einen wahnsinnigen heißen Schuh, wie ihr gleich sehen werdet. Vor wem auch immer er geflohen ist, hier stand er jetzt wieder. Letzte Kurve. Und zur Linken gleich die Endstation. Für alle, die dem TED weiter folgen würden, geht's hier zur Linken in die Büsche auf einem Zweispur-Plattenweg. Und nun ging es darum, entweder zur nächsten Tankstelle oder die Challenge anzunehmen und bis, wer weiß wo, zur nächsten Tankstelle zu kommen. Die spontane Vorortrecherche ergab, dass eine Fahrt bis vielleicht Trittau klappen könnte mit den prognostizierten Kilometerangaben. Schätzungsweise sollte das bei einem Verbrauch von 3,7 Litern auf 100, was mir die Anzeige anzeigte, auf ca. 400 Kilometer, 420 Kilometer reichen. Und das wäre tatsächlich bis nach Trittau. Die Challenge wollte ich annehmen und suchte mir aber eine Strecke, auf denen ich zwischendrin vielleicht doch im Notfall noch tanken könnte. Soweit bis hier war die TED-Strecke, die ich befahren habe. Die Challenge zur Tank- und Spritreichweite der T7 folgt im nächsten und dann letzten Teil. Und da werde ich mich auch dazu äußern, wie ich diesen Abschnitt des TEDs tatsächlich fand. Bis dann. Ciao.